Vom Millionär zum Tellerwäscher. Volkers tiefer Fall. Von einem gut bezahlten Job über Gastronomie in den Abgrund. Wenn ich hier zusperren müsste, ich würde vor dem Nichts stehen und würde dann tatsächlich erstmal zum Sozialfall werden. Wie soll ich das nennen? Sozialer Abstieg? Und dann zu sagen, ich mache jetzt mal ein Restaurant auf, nenne es Le Petit und mache spanische Küche. Das ist schon das Allerschärfste. Ich habe noch nie so ein Chaos erlebt. Aber es ist der Arsch nicht, was der Kopf macht. Herr Volker ist total verzweifelt, weil er überhaupt nicht in der Lage ist, das in irgendeiner Weise hier zu stemmen. Du kannst nicht kochen, du kennst die spanische Kultur nicht. Ich habe die Schnauze sowas von gestrichen voll. Ich stehe bis nachts hier in dem Laden und koche. Schlafwagenabteil, dritte Klasse. Wir brechen aber ganz kurz ein. Notstand im Norden. An der Elbe wird Sternekoch Frank Rosin dringend gebraucht. Ich bin heute in Hamburg. Mann, das gibt's ja gar nicht. Ne? Und auf dem Weg zum Le Petit. Ne? Also die feinen Herren sagen Le Petit, aber ich komme aus dem Ruhrgebiet und sage Le Petit. Ne? Wird von Volker betrieben. Und das Witzige ist, da gibt es spanische Tapas in einem französischen Restaurant von einem deutschen Koch. Ne? Schon mega. So, und normalerweise bin ich jetzt eigentlich auf dem Weg zum Restaurant, um ihn zu überraschen. Aber da er gerade einkaufen ist auf dem Großmarkt, bin ich einfach zum Großmarkt gefahren und werde ihn dort überraschen. Ne? Einmal in der Woche versorgt sich Volker hier mit Tapas-Zutaten. Dass aber heute auf dem Großmarktparkplatz ein zweifacher Michelin-Sternträger samt Kamerateam aufkreuzt, das weiß Volker noch nicht. Wie wird er reagieren? Hallo. Ich bin total aufgeregt, extrem. Es ist natürlich eine tolle Chance und ich freue mich auch riesig, aber ich habe natürlich auch Angst, irgendwie natürlich zu versagen. Und das ist total gemischt. Ich bin irgendwie gerade, ja, ich kann das nicht wirklich beschreiben. Was bringt dich so aus der Fassung? Das weiß ich auch nicht, dass ich mich freue auf der einen Seite und dass ich natürlich aufgeregt bin jetzt. Aber ist ja nicht schlimm. Und wenn du in einer beschissenen Lebenssituation bist, ist es ja klar, dass man darauf auch reagiert. Weil ich bin ja gekommen, um dir zu helfen. Danke. Komm mal rein. Hast du schon eine Karre? Ja. Ja, das ist, dass ich natürlich irgendwie dadurch eine Chance bekomme, dass der Laden endlich erfolgreich wird. Dass der Umsatz stimmt, dass das Miete pünktlich gezahlt wird. Und deswegen bin ich damit natürlich eine extreme Hoffnung. Denn Volkers Lebenstraum ist im Begriff zu platzen. Der Sternekoch nutzt den Großmarktbesuch für eine erste Bestandsaufnahme. Und was kochst du so? Ja, das ist also, ich habe früh morgens mein Frühstück und abends ist es dann halt Tapas. Aber du heißt doch Le Petit Restaurant. Das Tapas-Konzept habe ich jetzt seit circa 2 Monaten, weil das andere Konzept auch nicht so rund lief. Und da ich sehr gerne in Spanien war, in Nordspanien, Madrid, in Südspanien oder auf den Inseln, fand ich Tapas immer ganz toll. Es hat mir immer Spaß gebracht, selber das zu essen. Und deswegen mache ich dieses Konzept. So, was müssen wir denn jetzt einkaufen? Komm, ich schieb mal die Karre. Ja. Und du guck jetzt, hast du hier deinen Zettel gemacht? Ja, hier ist mein Zettel. Ah, ja. So. Ja, dann komm. Geh mal vor, such dir das zusammen. Puh, der Kollege, der wirkt aber ganz schön bedrückt und unsicher. Ich glaube, dass der richtig, richtig starke Probleme hat. Also wie ich den gerade draußen getroffen habe. Mann. Der ist ja am Ende.
Deshalb will Frank Rosin den verunsicherten Lokalbetreiber nun behutsam auf den Abend vorbereiten. Okay, pass auf, Volker. Folgendes, jetzt bist du hier gerade am Einkaufen. Dann will ich dir der Fairness halber sofort sagen, dass heute Abend 20 Testesser kommen. 20? Ja. Oh Gott, okay. Du kannst ein Dreigang-Menü machen, du kannst à la carte machen, Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Mhm. Du kannst auch Tapas machen, wenn du willst. Ja, würde ich halt, weil es sich anbietet sonst. Als er mir verkündet hat, dass die 20 Testesser nur kommen, ist mir natürlich die Farbe aus dem Gesicht gewichen. Pass auf, um deiner Nervosität entgegenzukommen, machst du jetzt Folgendes. Du gehst jetzt die Sachen einkaufen, die du noch brauchst, auch für die Tapas, für das Testessen und alles. Gibst mir schon mal deinen Schlüssel, ich fahr schon mal in deinen Laden und guck schon mal ein bisschen. Alles klar. Und wenn du wiederkommst, legst du los. Okay, das ist der hier. Alles klar, okay. Dann bis gleich, ne? Okay, bis gleich. Natürlich bin ich immer noch leicht angespannt und ich jetzt auch natürlich wieder Angst habe, irgendwas jetzt zu vergessen, was ich denn heute Abend machen möchte. Mein Kopf ist gerade ein bisschen leer. Während sich Volker sammelt, um die nötigen Einkäufe zu erledigen, macht sich der Sternekoch auf den Weg in den Nordosten der Hansestadt, um das Le Petit zu inspizieren. Und das kleine Lokal hält eine große Überraschung bereit. Was ist das denn? Ein geschmackvoll gestaltetes Bistro mit Platz für 20 hungrige Hamburger. Das ist doch ein mega Laden. Mit diesem 48 Quadratmeter kleinen, aber feinen Restaurant hat Frank Rosin nicht gerechnet. Auch Volker war heute Morgen auf etwas anderes eingestellt. Statt der üblichen Gäste-Ebbe erwartet ihn schon bald eine Testesser-Flut. Wo sind denn jetzt die? Ach Gott, oh Gott. Also mal gucken, ob ich da bin. Ich mache mir selber gerade Zeitdruck, weil ich halt kein Profi bin. Und daher Angst habe, das alles in der Zeit nicht hinzubekommen. So, wo waren wir jetzt? Mit Einkäufen beladen eilt Volker zurück ins Le Petit, wo Frank Rosin inzwischen die Küche unter die Lupe nimmt. Oh. Was ist das denn? Licht. In der 10 Quadratmeter kleinen Miniaturküche kann es schon mit zwei Personen recht kuschelig werden. Hier ist notgedrungen alles immer griffbereit. Alter, ist das eine kleine Küche. Wie Volker hier 20 Gäste bekochen will, ist derzeit noch sein Geheimnis. Das ist ja keine Küche, das ist ja der Vorhof zur Nahrungsmittelzubereitungsanstalt. Nun naht auch der Betreiber dieser Anstalt mit Zutaten im Gepäck. Hallihallo. Volker kommt jetzt nicht mehr umhin, die Karten auf den Tisch zu legen. Was hast du für ein Problem? Umsatz. Es ist einfach nicht. Es kommen keine Leute. Es kommen keine Leute. Man, wenn ich jetzt an den letzten Samstagvormittag denke, da war das toll. Da war hier ständig auch voll. Da haben wir einen Umsatz gemacht, der war okay. Wie viel? 352,40 Euro. 352,40 Euro ist ein guter Umsatz. Für vormittags? Das ist ein Pommes. Das ist noch nicht mal ein Pommesbudenumsatz. Der durchschnittliche monatliche Umsatz ist derzeit sehr, sehr schlecht. Ich habe sehr oft auch die Öffnungszeiten geändert und zwar immer angepasst an verschiedene Konzepte. Das heißt also, die Konzeptanstellung war vielleicht zu häufig, dass man immer gesagt hat, okay, jetzt macht man mal dies, jetzt macht man mal das, jetzt macht man mal jenes. Darauf kann sich ein Gast in der Schnelligkeit gar nicht einstellen. So, pass auf, die kommen jetzt gleich in anderthalb Stunden. Wer? Die Testesser. In anderthalb Stunden? Ja, zwei. Oh Gott. Du musst Gas geben. Jetzt muss ich Gas geben, ja. Na klar. Die Zeit rennt und der 52-Jährige kommt gehörig ins Schwitzen. Was wird das denn Feines? Das werden, also im Crepe-Teig, ich hoffe, das gelingt mir. Normalerweise kann ich das. Da kommt dann Frischkäse rauf, Basilikumblätter, ein bisschen grober Pfeffer mit Lachs. Das wird dann eingerollt, wird in Tranchen geschnitten. Und dann eigentlich noch Champignons. Als Hauptspeise gibt es dann Mussos de Pollo mit Was ist das?
das sind Hähnchenschenkel, die werden noch mariniert. Bist du eigentlich gelernter Koch? Nein, bin ich nicht. Ich bin eigentlich Konstrukteur für Maschinenbau. Vom Millionär zum Tellerwäscher. Das ist Volkers Lebensgeschichte. 20 Jahre arbeitet er äußerst erfolgreich im Betriebsrat eines Industriekonzerns, der weltweit zu den größten zählt. Beruflich ist Volker zu dieser Zeit ganz oben und führt ein luxuriöses Leben. Durch das Entgelt, was ich in meinem alten Job erhalten habe, welcher natürlich sehr gut war, konnte ich mir sehr viele Annehmlichkeiten erlauben. Ja, ob das gute Kleidung war, Urlaube, was heute leider nicht mehr geht. Unüberwindbare Streitigkeiten führen zu Volkers Entlassung. Diese Differenzen sind halt so, dass sie mir auch wehtaten. Und deswegen habe ich mich entschlossen, einen anderen Weg zu gehen. 2015 steckt der gelernte Konstrukteur all seine Rücklagen in den Neuanfang. Dieser droht nun zu scheitern. Wenn ich hier zusperren müsste, ich würde vor dem Nichts stehen, weil ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ich müsste dann wahrscheinlich erst mal zum Arbeitsamt, würde gar keine Unterstützung bekommen, weil ich auch keine Arbeitslosenversicherung bezahlt habe. Und würde dann tatsächlich erst mal zum Sozialfall werden, was eigentlich traurig wäre. Von einem gut bezahlten Job über Gastronomie in den Abgrund. Wie lange kannst du den Laden noch aufrechterhalten? Nicht mehr lange. Eigentlich müsste ich schon zumachen. Es ist irgendwo der kleine Traum, an dem man festhalten möchte. Und viele haben mir eigentlich schon geraten, lass endlich los, verkaufe, weil du treibst dich immer weiter in die Schuldenfalle. Wie viel Schulden hast du? Ach, das ist im privaten Bereich, durch die Wohnung sind das bestimmt schon 20. Mhm. Und hier sind es jetzt, ich habe mir jetzt was von meinen Eltern geliehen, die Miete, die noch aussteht, und da sind das dann auch über 10. Es ist schwierig, seine Eltern anzupumpen. Doch wenn Not am Mann ist, eilt Mama Hannelore zu Hilfe. Die 83-Jährige tut alles für ihren geliebten Sohn. Volker hängt hier so dran. Oh. Geh los, komm. Dann okay. Mein Tau. Volkers tiefer Fall erschüttert auch den Sternekoch. Wie soll ich das nennen? Sozialer Abstieg? Könnte man eigentlich. Hm? Man gewöhnt sich ja so schnell daran, ne? An das gute Leben, immer alles da und so, fideralala. Und dann zu sagen, jetzt mache ich einfach mal meinen Traum. Den verfolge ich jetzt einfach. Ich bin jetzt mal total verrückt. Hm? Ich mache jetzt mal ein Restaurant auf. Hm? Und nenne es Le Petit und mache spanische Küche. Das ist schon das Allerschärfste. Hm? Ich kann nur sagen, wenn wir hier nicht den Hebel rumlegen können, dann zeige ich nur Bonus Notches. Was nichts anderes heißt als gute Nacht.